Unsere Reise durch Kroatien geht weiter. Wir fahren von Zadar nach Skradin und besuchen den Krka Nationalpark. Wir schlendern zusammen durch den hübschen Ort Skradin, probieren uns durch das heimische Getränkeangebot, wandern gemeinsam durch den Krka Nationalpark und genießen tolle An- und Aussichten und stellen euch den Campingplatz Marina vor. Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluft-Benz. Mein Name ist Anja. Hallo, ich bin Sven. Wir haben uns weiter auf die Socken gemacht und durchstreifen weiter Kroatien. Das Wetter hat sich jetzt verbessert und wir haben uns entschieden, in den Krka Nationalpark zu fahren und sind jetzt hier in dem kleinen Örtchen Skradin, haben weiter oberhalb den Campingplatz Marina bezogen und haben uns entschieden, wir haben ein absolutes Talent für solche Situationen. Die ganze Zeit ist Ruhe und wenn wir reden, dann geht's los. Ist ja egal, das ist das Leben. Haben den Campingplatz bezogen und die bieten eine Tour in den Krka Nationalpark an. Und wir haben uns mal für die All-In-Version entschieden und werden morgen diese Tour machen. Die beinhaltet den ganzen gesamten Nationalpark und ja. Ja, wenn man so auf eigene Faust reingeht, hat sie uns zumindest erklärt, sieht man nicht so viel. Ob das stimmt oder ob das Verkaufstaktik war, werden wir vielleicht nie erfahren, weil wir ja nicht beide Sachen machen. Aber auch in den Rezensionen ist es als sehr ansehenswert beschrieben. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal so, eben mal nicht individuell. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Genau, und um den Tag heute nicht zu vergeuden, sind wir mit den Rädern jetzt hier runtergefahren. Das geht leider immer nur an der Straße lang, war jetzt immer nur bergab, zurück geht es dann bergauf. Das ist nicht das Problem, aber die fahren halt wie die Irren hier, ne? Das muss man eben so ein bisschen unangenehm ist das schon. Ansonsten der Ort hier macht einen netten Eindruck, schöner Yachthafen. Und ich hatte erst gedacht, das ist ein See, aber das ist alles, hat mehr Zugang und über irgendwelche Wege, Buchten, keine Ahnung, wie so ein Fjord ist das hier. Also sehr schön. Wir nehmen euch gerne mit und zeigen euch den Ort und die Umgebung. Ja, ein wunderbarer Ort, um einfach mal ein bisschen die Uhr anzuhalten, ein Glas Wein trinken, dann schön in den alten Gassen und hier jetzt noch ein bisschen baden gehen. Ja, das Ende September, das kann man mal machen, würde ich sagen. Ja.
Ja, nur 100 Meter vom Campingplatz entfernt stand ein Schild dran, Olivenöl und Wein. Und dann haben wir einfach mal geklingelt. Hallo, Dr. Wir nehmen Weißwein. Weißweintest? Ja. Mhm. Okay. Ah, ist es trenutno baš... Dolje je Kela. Konoba, Kela. Ah, okay. Da ist noch weiterhin. Yes, yes. Wein... Drei Minuten. Ah, okay, dann machen wir das mal. To za red wein. Mhm. Za red wein. To je olive oil. Harzig. Niki, nie pokica mala. Razmazlje, nekt mama. Mama kaput, kaj imala dva den. Den. Schnaps. Ach oh Gott, guck mal, wird nochmal nachgeschenkt. Ja. So, na, das schon mal. Voilà. Molim. Ja, moin moin. Moin. Unsere geführte Tour hat jetzt begonnen. Wir sind jetzt mit diesem kleinen Bus hier reingefahren worden in den Nationalpark. Und ja, haben da schon gesagt, Mensch, das sind ganz schöne Strecken, die man hier sonst zu Fuß zurücklegen würde. Wir haben jetzt auch mit Nachbarn auf dem Campingplatz gesprochen, die es hier schon mal gemacht haben. Und haben gesagt, man sieht eigentlich, wenn man es auf eigene Faust macht, nicht so sehr viel. Die wollten es heute nochmal mit den Fahrrädern probieren. Das geht wohl hier auch zum Teil. So richtig kennen wir uns nicht aus. Also das war jetzt bis hierher erstmal eine ganz bequeme Sache. Er hat uns jetzt hier abgekippt und wir werden jetzt hier durch den Nationalpark, haben da so 2 Stunden Zeit. Ja, und dann fährt er uns zum nächsten Hotspot, denke ich mal. Ne? Genau. Wir nehmen uns euch mit, halten jetzt aber ein bisschen die Klappe, weil wir lassen einfach jetzt mal die Bilder auf uns und dann später ihr auf euch wirken. Und ich denke mal, im Nachhinein werden wir nochmal so unsere Eindrücke wiedergeben. Ja, genau. Ich denke, das wird ganz schön. Ihr kommt mit. Waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Somebody, I just wanna love you.
So, wir sind jetzt ein ganzes Ende mit dem Bus gefahren. Also das ist schon mal eine Sache, die wir wahrscheinlich auf eigene Faust so nicht gemacht hätten. Und haben jetzt hier einen herrlichen Ausblick. Ja, kleiner Fotostopp, bevor es weitergeht. Sehr schön bis hierher. Vielen Dank, dass wir eine Pause, wo wir Pause machen, dass wir essen, trinken zusammen bis 1:30 oder 1:45. Wir gucken hinter, bis viel Zeit. Nach der ersten großen Runde sind wir ja jetzt ein Stück weitergefahren, haben zweimal einen Fotostopp gemacht und sind jetzt am vierten Punkt der Tour angelangt. Hier haben wir jetzt wieder, ich glaube, fast so 2 Stunden, ne, wie man hier ja, ein bisschen wandern kann und sich das hier angucken kann. Und das ist der Roschki-Wasserfall. Gehört alles immer noch zum Krka Nationalpark, also der ist riesig. Ich weiß jetzt nicht. Wenn wir jetzt auf eigene Faust gemacht hätten, hätten wir uns den ersten Teil wahrscheinlich auch angucken können. Und dieses Ganze hier hätten wir wahrscheinlich nicht gesehen. Bis jetzt kann man so sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich total, diese Tour zu machen. Und man fährt auch so schön durchs Hinterland, durchs Kroatische. Ja. Und fährt an Wacholder-Buschfeldern eigentlich vorbei. Und also auch diese 2 Fotostops, die sind ausgezeichnet. Also auch viel mit Fahrradwege sind ausgezeichnet. Aber es sind eben keine Fahrradwege, sondern es ist immer Straße. Also das viel Straße und Schotterwege und so. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir diese Tour mit dem Bus mal gemacht haben. Man kann sich schön entspannt zurücklehnen, Klimaanlage an und lässt die Landschaft ein bisschen an sich vorbeistreifen. Das ist ganz schön. Nicht so anstrengend, genau. Ja, wir fangen hier ein paar Eindrücke für euch mit ein. Station Nummer 5. Wieder wahrscheinlich ein Fotopunkt. Mitten in der Pampa hätten wir so wahrscheinlich niemals gefunden oder angesteuert. Als
Als letzte Station unserer kleinen Bustour durch den Kirker Nationalpark haben wir das Kirka-Kloster, ein serbisch-orthodoxes Kloster, besucht. Ja, wir sind zurück von unserer schönen Tour in den Krka Nationalpark. War letztendlich eine gute Entscheidung, muss man sagen. Ja. Wir haben, glaube ich, deutlich mehr gesehen, als wir uns angeschaut hätten, wenn wir alleine unterwegs gewesen wären. Mhm. Und wir haben jetzt den, ja, ich sag, Fahrer, er hört sich so doof an. Der gehört hier zur Familie. Also der kellnert abends in der Kneipe hier und macht tagsüber den Busausflug. Ein Tausendsasser. Ein Tausendsasser, der ist um die 120 Kilometer mit uns gefahren. Also das hätten wir privat oder auf eigene Faust niemals gemacht. So war das relativ entspannt. Was ganz schön war, wir sind ja morgens um 8.20 Uhr hier schon gestartet und waren dann an dem großen Hotspot, ich sag mal, da wo so das touristische Zentrum eigentlich wahrscheinlich des Nationalparks ist, noch relativ alleine. Also es war nicht so voll wie Plitvicer Seen und war schon entspannt. Und als wir da abgefahren sind, das war so gegen 10:30, da füllte sich das. Und da kamen Reisebusse voll besetzt nach da unten. Ja, und dann hat er uns zu verschiedenen Aussichtspunkten gefahren, wo man mal ein Foto machen konnte. Dann die zweite größere Runde dort, das war mit ein bisschen Essen und Trinken verbunden. Zum Schluss noch das Kloster, da hatten wir leider Mikrofonprobleme, das müssen wir dann irgendwie ein bisschen nachvertonen. Ja, insgesamt muss man aber sagen, ist es ein lohnenswerter Ausflug. Absolut, also das, man hat so viele wunderschöne An- und Ausblicke und die Natur ist wirklich einzigartig. Also dieses riesig breite Flussbett der Kirka, das, was sich da so in irgendwelchen vielen Wasserfällen und kleinen Wirbeln und was weiß ich, es kommt aus allen Richtungen und verschmilzt dann zu einem Wirbel und geht dann irgendwie weiter. Also das ist total toll anzusehen. Das müsst ihr unbedingt machen. Der ganze Nationalpark ist halt riesig und es gibt überall Eingänge. Man kann also ein Ticket kaufen und kann dann, so wie wir es heute mit dem Bus quasi auch gemacht haben, dann wieder ein Stück weiterfahren. Das Ticket wird auch öfter kontrolliert, das hatten wir auch. Er hatte ja die Tickets dann verteilt. Und dann wirst du angesprochen, das Ticket bitte. Und man kann zum Teil mit dem Fahrrad reinfahren, teilweise sind sie auch mit dem Auto reingefahren. Aber wie das alles so zusammenhängt, gefährliches Halbwissen wollen wir jetzt auch nicht verbreiten. Aber es ist riesig, das ganze Gelände, und verläuft sich halt. Und ich weiß nicht, wer da jetzt vielleicht auch noch an Geologie und was weiß ich interessiert ist, der kann hier eine Woche bleiben. Ja. Für uns war das heute ein rundum gelungener Ausflug, zumal wir den Tag gestern, wo wir eigentlich den Ausflug ja schon machen wollten und nur eine Nacht bleiben wollten, ja unten genutzt haben, uns den schönen Ort Skadin angeschaut haben. Der war wirklich sehenswert, beschaulich. Mhm. Wir haben den Tag genossen und mal ein bisschen Ruhe gemacht, ein bisschen gebadet noch und sind dann abends hier in der Zeltplatzgaststätte, hört sich so blöd an. Konoba, schön essen gewesen. Also hat auch sehr gut geschmeckt. War sehr gut. Das ist so ein Grillrestaurant. Es wird über offenem Feuer alles gemacht. Überschaubare Karte. Es gibt ein bisschen Fisch, es gibt Fleisch, einen kleinen Salat und nichts Besonderes. Aber es ist sehr schmackhaft und auch preiswert, muss man auch sagen. Aber wir haben für eine Grillplatte für zwei Personen und Wein insgesamt 30 € bezahlt.
September 2023, ich sag's dazu, man weiß nicht, wie die Preise sich entwickeln, ja. Nur dass ihr das wisst. Und das, da kann man jetzt nee, wirklich überhaupt viel nicht knurren. Und das war sehr viel, genau, wir haben noch was überbehalten und das war wirklich sehr, sehr schmackhaft, ja. Muss ich sagen. Hat alles gut ja, also wir gehen auch heute Abend auch wieder hin. Mhm. Ich, bevor wir jetzt das Video beenden, zeige ich euch noch mal kurz den Platz, weil es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ihr seht, wo man hier ist. Mhm. Hier gibt es nämlich viele Plätze und viele Möglichkeiten zu stehen. Ja. Das ist ja nur eine davon. Also wie ihr euch den Park hier oder den Nationalpark anschaut, ich glaube, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Mhm. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Idee, die, über die wir was sagen können und das war so in Ordnung. Ja, also wir fühlten uns hier oder fühlen uns noch. Ja. Wirklich sehr wohl. Ja. Ihr seht ja auch, wir sind schon bettfertig sozusagen. Ja. Also wir waren schon duschen, wir waren noch mal schnell im Pool. Genau, hier gibt es einen kleinen Pool, da sind wir reingesprungen. Ja, haben uns ein bisschen abgekühlt nach dieser ganzen Tageswanderung. Wir hatten schon gesagt, wie lange das ging. Es fing um 8.20 Uhr an und waren 16 Uhr zurück. Also das ist wirklich hat gereicht. Und man fährt so auch teilweise, Sven sagt ja schon, waren ja Haufen Kilometer, aber so schön durchs Hinterland auch. Man hat so viel zu gucken, so viel zu sehen und kann sich entspannt das Ganze angucken und das ist wirklich schön. Ja. Also man kann auch so von der Landschaft her sich vorstellen, dass auch hier irgendwo die Dreharbeiten für diese Western-Filme und so gemacht wurden. Weil es ist so diese Steppe teilweise mit ja, viele Kräuter, die hier wachsen und es riecht überall gut. Und dann fährt man auf der anderen Seite wieder durch Dörfer, die halb verlassen sind. Man so sagt, was ist hier los? Also man sieht hier schon viel. Also es ist was anderes als nur die Küste. So. Das ist schon ganz angenehm. Ja. Ich glaube, genug gelabert. Ja. Ich zeige euch noch fix den Platz, bevor wir uns dann, oder ich mich, oder wie auch immer, willst du dich schon verabschieden? Ich sag schon mal Tschüss, genau. Aus diesem Video Tschüss. Aus diesem Video Tschüss. Ich zeige euch noch fix den Platz. Genau. Ja, was ich zu dem Ausflug noch mal sagen wollte, das haben wir eben vergessen. Wir waren 16 Personen heute in diesem kleinen Bus, also überschaubar. War auch eine angenehme Reisegruppe. Keiner hat getrödelt, keiner... Ja, ich sag mal, man hat ja immer einen dabei, der dumme Witze macht und einen, der blöde Fragen stellt. Das mit den Witzen, das ist ja ganz in Ordnung. So einen hatten wir auch. Aber ansonsten war das wirklich eine angenehme Truppe. Besagte Straße. Es waren auch zwei Hunde dabei. Also auch mit Hunden kann man den Ausflug machen. Auch auf dem Campingplatz hier sind Hunde sehr willkommen. Und wir hatten heute eine Begegnung mit zwei Leuten, die uns erkannt haben. Es ist erst zum zweiten Mal passiert. Unser Kanal ist ja noch relativ klein. Und die haben uns auch gesagt, wir sollen ruhig öfter darauf hinweisen, ob Hunde erlaubt sind und so weiter, weil sie haben schon häufiger Probleme gehabt, dass sie nicht wussten und so und auch weggeschickt wurden mit Hunden. Schöne Grüße an die beiden an dieser Stelle. So, hier ist die Einfahrt zum Camp Marina. Der Vollständigkeit halber will ich sagen, hier vorne ist auch noch mal ein Campingplatz. Wir können dazu nichts sagen, aber es ist auch gut gefüllt und wird wahrscheinlich auch nicht schlechter sein. Also man hat hier oben oberhalb der Ortschaft und dieser Bucht dort zwei Möglichkeiten zu campen. Und ja, ihr seht, hier ist so die Hauptstraße, die hört man auch, gerade Motorradfahrer und so weiter. Aber in der Nacht war es echt sehr, sehr ruhig. Ja, hier seht ihr den kleinen Pool, der zum Campingplatz gehört. Und die Gaststätte, die öffnet dann am Abend. Wobei einige sitzen jetzt hier schon und trinken, die sind noch vom Ausflug, glaube ich, hier hängen geblieben. Und hier seht ihr es so, man steht unter Pinien, teilweise auch unter Olivenbäumen. Das war der Bus, mit dem wir heute unterwegs waren. Und der Platz bietet eigentlich alles, was man braucht. Hat vernünftige Sanitäranlagen, man kann Fähr- und Entsorgen, ausreichend große Stellplätze sind vorhanden. Das ist eigentlich alles da, was man braucht. Viel gibt es hier gar nicht so zu sagen. Hier vorne ist Grauwasserentsorgung. Ne? So sieht das hier aus. Hier drüben stehen wir. Ja, so sieht es hier aus. Die meisten bleiben hier wahrscheinlich wirklich nur ein oder zwei Nächte, um eben den Nationalpark hier anzuschauen und dann weiterzuziehen. Hier hinten geht es noch weiter. Ne? Und es füllt sich immer zum Abend hin. Und am Tage fahren dann auch viele, viele davon. Ja, das soll es dann wirklich gewesen sein. Ich glaube, es ist eine ganze Menge Filmmaterial hier vom Krka Nationalpark zusammengekommen. Und wir hoffen, dass ihr einen guten Eindruck davon bekommen habt und ein bisschen Lust bekommen habt, hier auch mal herzufahren. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle auch aus dem Video.
bleibt gerne dran. Die Reise geht noch ein bisschen weiter und damit ihr es nicht verpasst, wisst ihr ja, abonnieren kostet nichts und Glocke drücken, dann verpasst ihr nichts. Über den Daumen nach oben und fleißige Kommentare freuen wir uns auch immer. Bis dann, ciao, ciao.